bisher im Game-Mode. Wow. Warum kann ich fliegen? Was Warum ist hier kann los, ich fliegen? Und damit einen wunderschönen guten Tag. Willkommen wieder zurück zum Lachduell, wo es darum geht, uns gegenseitig zum Lachen zu bringen. Zum Weinen. Du stinkst. Okay, pass auf. Es gibt hier wieder mal, wie wir das mal in anderen zwei Folgen schon mal gemacht hatten, gibt es hier vier Tore. Diese vier Tore sind jeweils von uns immer erstellt und wir werden die wahrscheinlich dafür verwenden, um uns gegenseitig zum Lachen zu bringen. Hinter diesen Toren stehen nochmal so einige kleine Descriptions dran, wo nochmal ganz genau dran steht, wie das alles funktioniert und wir werden uns gegenseitig zum Lachen bringen. Und wir sind übrigens mit zweifacher Facecam hier und dumm. Ich weiß nicht, wollen wir das so machen, dass wir einfach loslegen und dann einfach anfangen? Ich würde sagen, an ja. Zuerst. Lass Schere, Stein, Papier spielen. Okay, dann lass Schere, Stein, Papier spielen, okay? Schere, Stein, Papier. Nein! Okay, also muss ich als Erster anfangen? Ja, dann musst du als Erstes anfangen. Ich habe nämlich den guten alten Stein. Stein. Okay, gut. Dann pass auf. Nee, Stein schreibt man aber nicht so. Du bist so dünn, Lars. Sorry. Du stellst dich jetzt hier hin und wenn ich dir auf dein Kommando sage, dass ich bereit bin, jetzt? Dann kannst du auf den Knopf drücken und dann wird sich dieses Tor hier öffnen. Das ist nämlich wie ein Vorhang. Und ich werde mich kurz nochmal hinten einlesen, damit ich ganz genau weiß, wie das funktioniert nochmal. So. Ah ja, genau, das war das. Okay. Okay, ja, genau, genau. Okay. Okay. Sag, okay, wenn okay. du bereit bist. Ja, warte. So. Okay, okay. Ich geh rein. Ich geh rein, ich geh rein. Okay. Also. Lars, du darfst nicht lachen, okay? Wenn du lachst, krieg ich einen Punkt. Okay. Okay. Dann 3, 2. Warte, nee. Doch, okay. 3, 2, 1, los. Darf ich aufmachen? Ja. Let's go! Oh, hier war das doch irgendwo. Ah, da ist mein fetter Tresor. Da kann ich doch bestimmt mein goldenes kleines Ei, was ich habe, reinlegen. Oh ja, das ist der Platz, wo ich hingehen wollte. Ja, ja. Hier ist ja mal ein kleines... Ah, das ist mal ein Ei, hä? Ein Ei, wie es hier hingehört. Hier direkt unter meinen goldenen Kronleuchter. Hier gehört das Ei hin. Oh, guck mal, es dreht sich sogar. Oh mein Gott. Ja, es dreht sich. Die Investition läuft. Sie läuft. Ey, guck dir das an. Ja, das Investment, es kommt. Ja, 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 guck dir das an. Oh, das wird gleich richtig boomen. Das wird boomen. Ja, das Investment. Oh mein Gott, das Investment läuft. Ja. Was geht denn da ab, Mann? Was geht da ab, Mann? Ja, es geht los. Das, ja. Oh, mein Kleiner. Es ist ein Sohn ist gekommen. Oh, das ist mein Kleiner. Weißt du, was halt irgendwie komisch ist, so aus meiner Sicht? Ich sehe nur so fliegende Augen, weil dein Skin genauso dunkel ist wie der Hintergrund. Ach so. Oh, ja. Tut mir leid. Kimmern aber F5. Das ist, ja, ich hab's gesehen. Aber guck mal, also das ist mein Sohn. Also ich muss ein bisschen schmunzeln, so, aber das auch nur, weil ich mich gefragt habe, was da gerade passiert. Aber ja, wollen wir das die Zuschauer auswerten lassen? Die schreiben sowieso wieder. Ja. Du musst lachen. Die Zuschauer werden... Also, du hast schon einmal zwischendurch gelacht. Ja, das habe ich zumindest... Ja, ja. Deswegen ist das ein Punkt für mich. Okay, gut. Punkte werden übrigens mit diesen Strahlen da angezeigt. Also dumm. Das ist ein Sohn einfach gespawnt, gell? Okay. Ich habe gewonnen, verloren, gewonnen, verloren, gewonnen, verloren, gewonnen, verloren. Du musst mir jetzt sagen, was bei dir dran kommt. Ja, ja, du bleibst also einfach hier vorne, bleib du einfach hier vorne stehen. Einfach du musst mir machen. Sagen, wann ich drücken einfach muss. Einfach nichts machen. Ich mache hier nichts. Ready, set, go. Manege frei für den unglaublichen, unfassbar hübschen, aber auch toll und gut aussehenden Larissa. Hi, ich bin's wieder, die... Larissa. Hallo. Hallo, Larissa. Ich habe heute etwas für euch vorbereitet und zwar möchte ich heute ein paar witzige Witze erzählen. Hallo, Frau Maurer, na? Heute wird's richtig lustig hier. Wird's heute richtig lustig? Es wird heute extrem witzig und zwar habe ich hier ein paar wundervolle Witze für Sie herausgesucht, Herr Rasul. Ja? Okay. Und zwar, was ist gelb? Was ist gelb, hat einen Arm und kann nicht schwimmen? Was ist gelb? Frau Maurer? Ja, ja. Ja, bitte? Ein Schwamm? Ich weiß es nicht. Ein Schwamm? Nein. Ein Bagger. Ein Bagger?
Ein Bagger. Okay, weiter geht's. Was hat vier Beine und kann fliegen? Was hat vier Beine und kann fliegen? Eine Fliege? Nein, zwei Vögel. Oh, wow. Au. Das tut richtig weh. Okay, nochmal. Ich hol da noch einen raus. Der geht noch. Oh, warte. Wir haben hier nämlich den Ultra... Moment. Wir haben hier noch den ultra witzigen Witz. Oh, hallo, Herr Baum. Ich brauche gar nicht mehr so zu reden, weil ich sowieso schon gewonnen habe. Jetzt kommt der Extra-Witz. Ich wette mit dir um 186362, dass du diese Nummer nicht gelesen hast. Ja doch, ich habe sie schon ein bisschen gelesen. Oh. Immerhin ein bisschen habe ich sie gelesen. Und du hast nicht realisiert, dass bei dem Satz oben ein Tippfehler ist. Was? Da war ein Tippfehler oben? Oh, echt jetzt? Dort ist zwar keiner, aber du hast jetzt oben nachgeguckt. Ja, das stimmt. Oh mein Gott, das oh nein. Ja, das ist die Frau Maurer. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Dankeschön. Ja, du hast dich ja schon zum Witz. Du hast dich schon zum Lachen gemacht. Hol dir einen Punkt. Ja. Ah, okay. Das war aber schon richtig low. Ja. Die Witze. Okay, jetzt bin ich wieder dran, gell? Jetzt musst du wieder zu meiner Manege kommen. Stell dich hin. Ich hasse das, die Larissa-Stimme zu machen. Das ist immer so anstrengend. Manege frei! Okay. Jetzt kommt. Die Bratwurst. Okay, also jetzt ist tatsächlich was Witziges, und zwar ich kann mit dir nach vorne kommen. Und zwar, wir können uns das einfach gemeinsam angucken, so du und ich einfach. Hä? Das ist nämlich eine kleine Geschichte, die da vorbereitet ist. Hä? Ja. Einfach draufdrücken, dann wird die Geschichte abgespielt und ja, dann können wir uns das ansehen, ne? Darf ich jetzt? Nachdem du gedrückt hast, darfst du nicht mehr lachen. Are you ready? 3, 2, 1, let's go. Okay. Der ist einfach durch die Tür gegangen. Ah, was ein toller Morgen. Guck mal, wie er da steht. Hä? So, richtig, der Felix ist das. Okay. Jetzt geht er wahrscheinlich. Oh, guck mal, sogar selbst der Schmetterling da. Und die Sonne scheint so schön. Was ist da oben? Ah, guck mal, diese so schöne Sonne scheint da so schön. Guck mal, der geht jetzt, glaube ich, angeln oder sowas, Lars. Guck dir das an. Ja, guck mal, was der auf dem Rücken hat. Das ist das Forever Alone. Das ist Forever Alone, ja. Guck mal da oben. Oh nein. Ich bin der Glücklichste. Guck mal, er liegt da. Er ist umgeflogen. Da ist ein Amboss auf seinen Kopf gefallen. Oh, guck mal, das ist der Spion. Und er ist auch durch die Tür gegangen. Und er hat sie offen gelassen. Kacke. Die Tür einfach aufgemacht. War das geplant? Ich bin mir nicht sicher. Ach, guck mal, jetzt kriegt er wieder durch die Tür. Oh nein. Ende. Wie fandest du die Geschichte? Ja, war gut. War gut? War das ein Punkt? Ja, war gut. Das war ein Punkt, gell? Ja, also ich musste nur lachen, weil das Kackding die Tür als auf und zu dings. Sonst war das nicht witzig. Okay, du bist dran mit deiner Geschichte. Achso, hier ist es, ne? Erklär mir, was zu tun ist. So, du stellst dich dahin, ich stell mich dahin. Okay, ich stell mich aufs Kreuz. Ja, warte. Okay. So, und zwar, kurz nochmal lesen, was... Ah, mhm, ah ja. Oh. Ah, Okay, bereit? Was muss ich machen? Muss ich den Knopf drücken? Manege frei, drücken Sie bitte jetzt den Knopf. Lasoni. Schaut euch dieses wundervolle Exemplar an. Ein kauendes, was ist das überhaupt? Ein kauendes Reh. Bauen Sie jetzt weiter. Die nächste. Oh mein Gott, kommt da noch. Oh Mann, ich fand das kauende Ding schon. Und es geht weit. Was? Es gibt noch eins? Nein. Oh nein.
Und es geht weiter. Was? Wie viele Bilder? Nee, das geht nicht mehr weiter, gell? Okay, weiter. Guckt euch den mal an. Ja, okay, komm. Ich hab bei den Papageien gelacht. Geweint? Gell? Geweint. Ich hab's bei denen geweint. Okay. War das gut? Ja, ich fand das nicht schlecht. Dann gebe ich mir noch mal kurz einen Point. Ja. Bisher mussten wir bei jedem lachen, so. Das ist schon ziemlich schwer. Ja, ich bei jedem schon gelacht. Okay, komm, dann stell dich hier mal zu dem Fisch hin. Da ist übrigens auch ein gelbes Kreuz. Okay. Einfach gegen die Wand gucken. Ich schau nochmal ganz genau nach. Okay, alles klar. Okay. Einfach gegen die Wand gucken, let's go. Erstmal möchte ich dir was erzählen, ein bisschen Hintergrundwissen. Mhm. Kennst du dieses Gefühl, wenn du dich abends so ins Sofa legst und du verspürst den Drang nach Zärtlichkeit und Liebe und dann plötzlich Pow! Wirst du von hinten massiert von einer Katze. Das ist schön. Willst du jetzt damit sagen, dass ich ein Hund bin? Ja. Verstehe. Oder die Katze. Eins von beiden. Aber Mann, du hast voll viele Bilder gehabt. Ich habe nur das hier. Vielleicht vorbereitet, würde ich mal sagen. Ne? Hast du nicht gelacht? Nee. Und wie findest du diesen Fisch, der hier so herumliegt? Das gehört aber nicht zu deiner Show. Nein. Doch. Ich hab nicht gelacht, ich musste nicht lachen. Wenn man so von hinten von der Katze massiert wird, ist es was Schönes, Tolles und das ist nicht lustig, ja? Okay, ich hab verstanden. Gut, der hat also nicht so gezogen. Alles klar. Gut. Dann. So, warte, ich muss mal kurz meine Vorbereitung. Moment. So, gehen wir mal. Oh ja. Oh ja, der kriegt dich auch. Der wird richtig mies. Okay, ich möchte jetzt. Warte. Ich muss da nicht mal dabei sein, so. Du musst da einfach nur. Warte, ich guck dich einfach so im F3-Dings an. So im Spectator-Mode. Okay, dann würde ich sagen: Manege frei! Ich drück drauf? Ja. Ja, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Gehen Sie durch diesen Dungeon und versuchen Sie, die richtige Tür zu wählen. Also, ich gehe durch den Dungeon. Falls Sie die falsche Tür wählen, wird es Sie. Geh einfach durch. Okay, also, ich muss eine Tür von den beiden auswählen. Laufen Sie durch die Tür und verspüren Sie den Drang des Wissens. Okay, ich gehe jetzt durch die rechte Tür. Am Ende wird Sie eine sagenhafte Belohnung erwarten. Darf ich die Tür geben? Wähl jetzt eine Tür! Okay, ich bin durch die rechte Tür gegangen. Und jetzt habe ich hier noch eine zweite Tür. Und jetzt noch eine Tür. Und hier sind nochmal zwei Türen. Wähle die richtige Tür. Ich nehme die blaue. Okay. Die blaue Tür soll es sein. Gehen Sie durch die Pforte. Gehen Sie durch die nächste Pforte. Gehen Sie durch die nächste Pforte. Nein! Ich hab reingeguckt! Nein! Ich hab reingeguckt. Ja, ich hab. Also, es wäre komplett egal, wo du langgelaufen wärst. Ja, ich weiß. Warte, ich tippe dich kurz raus. Nee, ich bin da. Oh mein Gott, ist das riesig, Alter. Das ist ja richtig riesig. Oh, voll gut, Mann. Das ist wirklich stark gewesen hier, vor allem mit diesem Trippchen noch da so. Mist, also ich hab da auch gelacht jetzt. Ah, warte, da muss ich mir den Punkt noch geben. Ja, da muss ich echt noch einen Punkt geben. Okay, das war wirklich gut, ey. Okay, da war ja meine Katze und Hund nicht so viel dagegen, ne? Okay, dann pass auf, stell dich mal schon mal wieder aufs Kreuzchen drauf. Ich muss mich nochmal kurz erinnern, was das genau hier nochmal war. Aufs Kreuzchen drauf. Nein, jetzt muss ich eben schon richtig viel lachen. Bestimmt muss ich jetzt auch wieder lachen. Nicht lachen, okay. Lars, komm schon, du bist ein Champion, das schaffst du. Du schaffst das, ne? Du bist ja... Check this, Bro. Okay, bist du bereit? Nee. Also, die Pforten öffnen sich. Okay. Warte. Du musst jetzt richtig aufpassen, Lars. Du musst richtig aufpassen. Das, was du jetzt siehst, da habe ich ein bisschen übertrieben. Deswegen, für manche Zuschauer wird das vielleicht auch ein bisschen zu krass sein. Deswegen bitte schaut weg, weil das wird jetzt richtig hässlich. In 3, 2, 1. Das ist einfach ein Spiegel, Alter. Und jetzt. Also,
sind noch besser. Guck dir den mal an. Warum ist da ein fliegendes... Weil du das cool findest. Genau aus diesem Grund, weil ich das cool finde. Musst du richtig aufpassen, weil da was richtig Hässliches kommt. Hast dich erschrocken, oder? Ich muss ein bisschen kichern. Das war, also der zählt trotzdem. Der zählt trotzdem. Gut, das ist mein Punkt. Puh, alles Klärchen. Naja, es ist jetzt wieder gleich auf, ne? Das heißt, das entscheidet jetzt. Ich muss jetzt, wenn ich das aushalten kann, dann ist unentschieden, gell? Ja, dann ist unentschieden. Ah, nein, Du gewinnst, nein, wenn ich jetzt lache. Aber wenn ich nicht lache, ist unentschieden. Okay. Ja, okay. Ich muss mich konzentrieren. Sag mir Bescheid, wenn ich aufmachen darf. Okay. Okay. Bereit? Ja. Sicher? Ja. Ganz sicher. Bereit. Ich bin bereit. Dann würde ich sagen, Manege frei für Dodo. Dodo? Woher kennst du Dodo, Lars? Hallo, Freunde. Oh nein. Oh, hi, Roman. Oh, hi, Dodo. Hi. Alles klar? Hä? Feierst du gerade Geburtstag oder was? Darfst nicht lachen. Nee, ich lach nicht. Das bisher habe ich noch nicht gelacht. Wollen wir etwas spielen? Was wollen wir denn spielen, Dodo? Was wollen wir denn spielen? Erzähl's mir. Cooles Wohnzimmer hast du da, Dodo. Ich weiß nicht, was ihr spielen wollt. Guck mal, ich habe ein Haustier. Was für ein Haustier hast du denn, Dodo? Das ist dein Einsatz. Los, los. Schnucki, komm raus. Das ist die durch die Tür gehende Schnucki. Oh Mann, der hat dahin gekackt. Oh nein! Perfekt, perfekt, das zählt. Es ist so brav. Es ist so brav. Es ist halt eigentlich sowas von nicht witzig. Es ist überhaupt nicht witzig, aber trotzdem ist hier eine Kuh, die um mich herumläuft, die nur noch so herumkackt. Oh nein! Und so sauber. Oh, mach diese Manege wieder zu, ich will sie weghaben. Okay, du hast ja gewonnen, aber lass mich in Ruhe. Wir nehmen dir den Punkt. Manege frei. War gut? Ja, war gut. War witzig, oder? Macht es weg. Was ist gerade passiert? Komm, wir geben dir jetzt einfach nochmal den Punkt. Und damit haben wir tatsächlich jetzt den Endpunktestand von... Hallo Freunde! Ich habe bei allem, was Lars gemacht hat, habe ich 4-mal gelacht. Lars hat nur 3-mal gelacht. Und ja. Aber ich muss mich krass zusammenreißen auf jeden Fall. Das war das Lachduell. Falls ihr eine weitere Folge Lachduell gerne haben wollt, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Dann lacht doch mal in die Kommentare. Lacht mal ein bisschen in die Kommentare. Gebt uns einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schaut bei Lars vorbei. Haut da rein, Leute. Ciao. Und ciao. Ciao.